Jetzt geht's los. Hey, Grace, alone in the dark. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ja. Ew. Was die da zusammenrührt. Wie genervt kann man gucken? Ja. Bin ich dran? Oh, guck mal. Oh, du bist schon dran, okay. Wir sind dran, du hilfst mir. Ui, ui, ui. I try. Warte mal. Wie? Nee. Wo war das? Hier. Ist doch bestimmt das, ne? Ja, okay. Bisschen besser. Nix, okay. Also ich finde das Kinderzimmer ja ganz schön gruselig, ne? Aber ich glaube, es ist echt typisch für die Zeit, ne? Also diese Puppen, ne? Ja. Ich würde ja denken, meine Eltern hassen mich, wenn die mir solche Puppen schenken würden. Um Gottes Willen, ihr guckt die an. Aber meine Mutter hatte... Nee, sowas hatte meine Mutter nicht. Aber die hatte, als ich noch ein bisschen jünger war... so ein Kinderwagen nur in viel kleiner auf der Treppe stehen mit auch so einer Porzellanpuppe. Und das fand ich sehr gruselig. Kann ich euch allen den Kopf abdingsen? Also so wie sie läuft, ist ein bisschen babbelig, ne? Oh, Alter. Aber ich finde es faszinierend, dass du, wenn du an deine Umgebung irgendwie so anstupst, an diese Spielzeuge, dass die wirklich dann umfallen und ja. So. Auch zum Nachthändchen kommst du nicht. Ich dachte gerade, das sind Zigaretten, aber okay. So was hatte ich das doch? Ich glaube ja. Ein Schaukelpferd ohne Schwanz? Oh. Armes Pferd. Ja, weiß ich nicht. Das war beim Friseur. Ich würde da nicht lachen. Ich auch nicht. Das wäre das Erste, was bei mir die Treppe runterfallen würde. Ach, ist das aber schade. Ist mir runtergefallen. Samt einem Karton voller dieser Puppen. Ja. Und der Teddy gleich mit, bitte. Der Teddy? Ja, der sah ein bisschen... Ja. Ja. Okay, die wollen, dass wir da gucken gehen. Wieso sollte man da gucken gehen? Kann ich Licht ausmachen? Stromsparen ist da noch nicht angesagt. Hallo. Klar, eine Krähe im Hausflur, warum nicht? Das war bestimmt die zahme Krähe. Ich will auch eine Krähe trainieren. Verarbeitet sind auch immer Krähen und ich habe mir vorgenommen, irgendwann habe ich sie soweit. Yes. Eine fliegt sogar. Erdnüsse mitnehmen. Na, da liegt ja eh überall schon was drauf. Draußen rum. Und eine fliegt nicht weg, wenn ich komme. Wenn ich Abstand halte und vorbeigehe, bleibt sie da. Oh. Kann es sein, dass wir Hausarrest haben oder warum ist das alles zugeknallt? Sie ist spooky. Ah, es war der Wind. Da war mein Zimmer. Was ist hier? Ah. Oh goodness, you scared me. Das hat dich erschreckt. Hello, up to Jeremy. I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Doch. Who's spy? Them. The others. Bin eine 40-Jährige gefangen im Körper einer 10-Jährigen. You're too innocent. Yes. I'm too innocent.
I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Doch, doch, die sind schlau, die können das. Es kommt immer irgendwie an. I'll just post it myself then. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Ja, erstmal gucken wir uns hier mal die Sachen an. Was haben wir hier? How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Ja, weil du ein verwöhntes Kackkind bist bestimmt. Sieht zumindest so aus. Wer braucht denn hier einen Rollstuhl? I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Ja, können wir einrichten. Ich würde sagen, auch du hast völlig recht, sie ist absolut ein richtig verzogenes Brett. Diese Tapete, ne? Ich finde die Bilder viel schlimmer. Die Bilder? Oh, die habe ich gar nicht geguckt. Ja, das ist so. Wieso beleuchtet man sowas? Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen und nicht springen. Das ist nicht mein Spiel. Käse? Ist es Käse? Oder Kuchen? Ja. Oder schimmliger Kuchen? Schimmliger Käse? Schimmliger Käse auf einem Teller. Ich sag's ja, die Bilder sind... Ja, Tack, 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 tack. Oh Gott, ich hasse tickende Uhr. Echt? Ich habe überlegt, mir eine Pendeluhr anzuschließen, genau. anzuschaffen. Ich, ja. Hä? Was ist hier los? Ich habe die Taste gedrückt, es ging auch nur mit Escape. Ich habe nichts in meiner Aufnahme gerade verschoben, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir haben unten auch so eine große Uhr, das geht. Cassandra, I'm touching your typewriter. Das ist ein Kackkind. Trotzdem. Ich hab's direkt. Kann ich mein Gesicht gucken? Guck dir das Kind an. Das hat so ein Pupsgesicht. So ein Pupsgesicht? Ja, ich kann es nicht anders erklären. Das hat ein Pupsgesicht. Eigentlich hasse ich so ganz leise tickende Uhren, die du. Ich höre Sachen immer noch 300 Meter weiter und frage mich, woher das Geräusch kommt. Meine Oma hatte so eine alte bayerische Kuckucksuhr. Gott, da hätte ich Angst vor. Das ist wie mit dem Toaster. Ich weiß, dass wenn ich den Toaster benutze, dass nach einer gewissen Zeit der Toaster rausspringt. Und trotzdem erschrecke ich mich. Oh, das ist ja ein sehr sauberes Bad. Ist eine Brandschutztür. Ach so, ja, ja. Macht Sinn, automatische Tür. Cassandra should be more careful with her medicine. Wer ist Cassandra? Ich glaube, die Sekretärin. Hm, wer hier wohl gebadet hat. Der arme Mensch, der als nächstes dran ist. Wash my hands today. Ach so, einmal am Tag Hände waschen rein. Gut, wieder was gelernt. Aber auch nur morgens nach dem Aufstehen. Meine Oma hat immer nach dem Aufstehen immer gesagt, du gehst jetzt erstmal das Gesicht waschen. Ich habe das nicht verstanden, warum ich immer, sobald ich bei ihr übernachtet habe, aufgestanden, du gehst sofort das Gesicht waschen. Okay. So, wo muss man hin? Kann man hier durchgucken? Kann ich was kaputt machen? Alter, ich krieg das ab. Ich krieg das ab. You can try. War es nicht gerade geleuchtet? Ein bisschen, ne? Ist das nicht die Tür, die vorhin wo sind? Hä? Also das da ist unser Zimmer. Daneben war Papa oder wer auch immer. Da ist das Bad. War hier nicht vorhin Tageslicht, weil der Rabe hier durch ist? Ja, ja, die Haustür war ja auch offen. Ja, aber wo ist denn die Haustür? Genau geradeaus die Tür.
Das ist doch das Bad, wo wir gerade drin waren. Oder? Nein. Das Tier. Da ging nicht auf. Was? Das ist das Bad. Aber da war gerade noch... Hä? Das ist das Bad. Da war Tageslicht dadurch. Hier haben wir den Brief geholt. Und ja, hier ist unser Zimmer. Das müsste eigentlich Tageslicht gewesen sein. Weil nämlich von da der Rabe kam. Aber nee, der Rabe saß... Achso, stimmt. Ist der Rabe nach da oder nach... Okay, wir gehen einfach mal weiter in diesem nicht gruseligen Haus. Warte. Oh, jetzt kommen wir zu nicht gruseligen Statuen. Ach, das findest du jetzt auch mal creepy, ja? Oh, wie viele Uhren liegen hier? Eine Uhr in einer Uhr in einer Uhr. Stell dir vor, du hast so ein pompöses Ding im Wohnzimmer stehen. Das kannst du keinem erklären. Jeder, der reinkommt, sagt, okay. Versuch mal, deine Unterhaltung daneben zu führen. Tick-tack, tick-tack. Was? Okay. Ew. Ist das schon wieder Käse? Mit Tomaten? Gemüse? Ich habe nichts gemacht. Oh no, da ist der Rabe reingekommen. Wir haben die Rechnung nicht bezahlt, glaube ich. Ich wundere, dass das so aussieht. Ich muss mal versuchen, durch die Tür gleich zu gehen. Ich muss erst alles angucken. Oh, also, mega. Ich glaube, hier wird nicht gut sauber gemacht. Wir haben ein bisschen Unkraut, ne? Hä? Die werden noch mehr hier, oder? Die Uhr tickt wieder. Oder du kannst die Treppe runtergehen? Hätte ich erst die... Soll ich erst die Tür oben testen? Ich teste Weiß ich nicht. Ich teste Auf jeden Fall hieß es, du musst ins Erdgeschoss gehen, um den Brief abzuliefern. Dann probiere ich erst die Türen. Mich wundert, dass er ausgelöst hat. Einfach so, ohne dass ich was gemacht habe. Moment mal, sind die gerade noch näher gekommen? Ich glaube auch, dass die sich irgendwie... Die haben sich doch jetzt gerade safe zu dir hinbewegt, wo du dir den Rücken zugedreht hast. Geh mal durch die Tür. Nein. Oder schließ so. Und die Zurücktür ist weg. Die wäre hier gewesen. Ja, und links von dir waren die ganzen Statuen, die alle verschoben sind. Und das liegende Ding ist auch nicht mehr da. Dann gehen wir halt mal nach unten. Das Kind ist einfach so, okay, ich bringe den Brief weg. Ich habe gar keine Angst davor, dass die ganzen Statuen mich gerade verfolgt haben. Ist doch ganz normal, hier ist eine Palme einfach auf der Treppe. Und ein Sumpf. Efeu im Geländer, genau. Was zum... Wie Stay? Kennst du den oder was? Ja, natürlich. Hier. Ich sagte... Los, kräftiger Flausch, drück! Die Hand ist abgefallen. Ja, okay. Wenn jetzt der Mann vorhin den Brief hätte wegbringen müssen, hätte er den gleichen Weg genommen. Vielleicht ist das auch so etwas wie der Boden ist Lava. In diesem Fall der Boden ist dumpf. Wie Krokodile, die natürlich nicht den Bär hochkommen. Nee, nee. Die Treppe schon, aber nicht den Bären. Nee, die Treppe auch nicht, nur da am Anfang. War das denn ein Krokodil oder war es irgendwas? Ich glaube, es war was ganz anderes. Ich würde mal, ja, genau das. Die fragt sich auch gar nicht, was das war, ne? Nee, das ist ja, das ist halt so da. Das
Das ist bestimmt nur in ihrem Kopf irgendein Spiel oder so. Was denn? Wo denn? Ich war damit beschäftigt, das Essen zu gucken. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Ja. Und dann, wo hier einfach ein Sumpf ist. Ja. Oh, a little night music. Die Tür oder die Tür? Nehmen wir die kleinere Tür. Oder auch nicht. Hello? Wer ist Mr. Waits? Oh. Okay. Schlüssel. Irgendwo muss es einen Schlüssel geben. Wir müssen doch nicht nochmal in den Sumpf, oder? Ich kann hier nicht durch. Ich kann in den Eimer gehen, okay? Oh, da ist es. Ach so, du krabbelst einfach durch so einen Durchlass. Tja, scheiß auf Schlüssel. Gegessen, oder? Könnte sein. Aber wir waren noch ein Kackkind, also. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. Schöner Traum. The house looked different, but it was still called Dursetto. Definitely a weird place. Na, den mag ich. It's like I've been here before. I just can't think why. This one's Stranger Things. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Wir wollen den Onkel. Ist das der Verrückte? Oh nein, das war's! Oh nein! Die können doch nicht so einen Cliffhanger machen. Ja. Ja, können sie schon. Damit du es kaufst. Ja, dann war das die Demo von Alone in the Dark oder Grace in the Dark oder Kackkind in the Dark. Und dann gucken wir mal, wie die Vollversion ist. Vielleicht. Ich überlege mir das noch. Ja!